Ja, ich begrüße in unseren Reihen Professor Gebhard Kirchgässner. Dass wir Sie eingeladen haben, das hat einen Grund. Und der Grund ist der Brexit zum ersten. Aber das hat auch verschiedene andere Gründe. Und zwei davon will ich Ihnen kurz sagen. In diesen Tagen hat sich Armin Laschet, kennen Sie, Spitzenkandidat der CDU, zum nächsten Landtagswahlvorsitzender der CDU in NRW, geäußert. Er wurde gefragt, die CSU, die macht doch jetzt aktuell eine Mitgliederbefragung, ob sie sich für bundesweite Volksentscheide aussprechen soll. Wäre das nicht ein Grund und eine Gelegenheit, doch mal auch über die Position der CDU auf Bundesebene nachzudenken? Herr Laschet hat dann gesagt, nein, nein. Also wie man schon am Brexit sieht, ja, von der direkten Demokratie sollte man wirklich die Finger lassen. Das ist einer der Gründe, damit wir da was entgegensetzen können, dass wir uns das heute nochmal genauer anschauen. Es gibt aber noch weitere Gründe. In diesen Tagen hatte ich einen Antrag der Grünen Jugend Bayern zur Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend Bayern auf dem Tisch. Und muss Ihnen sagen, ich habe mich wirklich maßlos über diesen Antrag geärgert, denn dieser Antrag legt auf ungefähr 3 Seiten sämtliche Argumente von konservativ über linke Argumente bis Argumente aus der Mottenkiste, also Weimarer Erfahrung und so weiter, gegen direkte Demokratie dar und empfiehlt der Grünen Jugend Bayern, dass sie sich in Zukunft doch gegen bundesweite Volksentscheide aussprechen soll. Ursache nicht zuletzt der Brexit. Wir sind also bei allem Kampf gegen CETA und TTIP und bei allen Bürgerbegehren, die wir beraten und bei allen sonstigen Dingen, die wir so tun, dringend aufgerufen, dass wir die Diskussion um die direkte Demokratie in Deutschland nicht vernachlässigen. Wir müssen sie von Generation zu Generation, das muss man bei der Grünen Jugend ja sagen, wir sind ja in 5 Jahren oder so, sind die nicht mehr bei der Grünen Jugend. Wir müssen diese Diskussion immer und immer wieder führen und uns da stark zu machen, dafür und uns diese Argumente nochmal zu vergegenwärtigen. Dafür haben wir Professor Gebhard Kirchgässner heute eingeladen, geboren 1948 in Konstanz, seit 1992 Professor für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie an der Uni St. Gallen. Und eine seiner Veröffentlichungen ist die direkte Demokratie, modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig. Schöner hätte mehr Demokratie das in seiner Öffentlichkeitsarbeit nicht formulieren können. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Professor Kirchgässner. Der Brexit ist offensichtlich ein Auslöser einer Diskussion im deutschsprachigen Raum und führt wieder zu zunehmender Skepsis gegenüber Referenden. Ich will 3 Beispiele nennen, einmal aus Deutschland. Theo Sommer, ein sehr angesehener Journalist der Zeit, hat unter der Überschrift „Das Referendumsfieber schadet der Demokratie" geschrieben, nicht erst die Brexit-Abstimmung hat gezeigt, Referenden eignen sich nicht dafür, komplexe Fragen zu entscheiden, auch weil später niemand die Verantwortung übernimmt. Und er hat sich unter anderem auf ihren Bundespräsidenten berufen, denn der hat in einem Interview der Bild-Zeitung, also das wird zitiert auch, in Online von der Zeit. Als ich vor vielen Jahren in die Politik kam, war ich ein Anhänger von Volksentscheiden. Inzwischen habe ich einige Erfahrungen damit gesammelt und sehe es differenzierter. Es gäbe eine ganze Reihe von Themen wie etwa Sicherheit, Steuern und Währungspolitik, bei denen einfache Antworten wie Ja oder Nein nicht ausreichen. Oder oft müssen schwierige Kompromisse gefunden werden, die mit Volksentscheiden nicht möglich sind. Auf kommunaler und Landesebene würden Volksentscheide häufig genutzt, auf Bundesebene allerdings ist unsere repräsentative Demokratie die beste Antwort auf die komplizierten Probleme unserer Zeit. Nun, die Diskussion gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Und hier noch ein Zitat, das ist von Felix Müller. Felix Müller ist der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Das ist jetzt nicht jemand, der die direkte Demokratie abschaffen will, unter der Überschrift „Wie russisches Roulette die direkte Demokratie am Pranger“, schreibt er, die Botschaft allerdings, also unter anderem in einem langen Artikel, die Botschaft allerdings stößt in letzter Zeit nur noch in ausgewählten Sektoren des politischen Spektrums auf offene Ohren. Und das wird für die direkte Demokratie zu einem Reputationsproblem.
Es sind die Populisten weltweit, welche von diesem politischen System begeistert sind. Sie sehen in diesem den Hebel, der es ermöglicht, die bestehenden politischen Verhältnisse aus den Angeln zu stemmen und die Klassenpolitik zu destabilisieren. Und dann etwas später, und für den Standort Schweiz ist der anhaltende Strom wirtschaftsfeindlicher Initiativen Gift. Soweit Felix Müller vor kurzem. Also wir haben offensichtlich Probleme aus. Die Frage ist zunächst mal, was lief schief beim Brexit? Die Frage, ist das Ergebnis eigentlich repräsentativ für die Bevölkerung? Das wurde sehr stark in Frage gestellt, vor allem weil die Jüngeren, die eher dafür waren für den Verbleib, eben eine sehr geringe Abstimmungsbeteiligung hatten. Wenn die genauso stark sich beteiligt hätten wie die Alten, dann wäre das Ergebnis anders rausgekommen. Das heißt, es gab Enthaltungen und es gab möglicherweise strategisches Verhalten, dass man einfach den Premierminister aus 1 auswischen wollte, ohne dass der Brexit eigentlich, man hatte keine klare Einstellung dazu und hat das benutzt. Das andere ist, wurde korrekt informiert, da gibt es also inzwischen schöne Literatur, dass diese Information zum Teil extrem verzerrt war. Dann die alte Frage, kann man über eine derart komplexe Angelegenheit überhaupt mit Ja oder Nein abstimmen? Und eben wurde dieses Referendum für andere Zwecke missbraucht. Also offensichtlich ist da einiges problematisch. Aber Probleme gibt es nicht nur beim Brexit, wir haben in der Schweiz auch massive Probleme. Ja, bei verschiedenen Initiativen in der Schweiz lief in jüngerer Zeit einiges schief. Die Verwahrungsinitiative ist akzeptiert worden im Februar 2004. Die Verwahrungsinitiative sagt, dass sexuelle Straftäter unter bestimmten, relativ klar definierten Bedingungen lebenslang weggesperrt werden sollen und keine Möglichkeit haben dagegen, dass das wieder aufgenommen wird. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte. Die Einbürgerungsinitiative, die ist verworfen worden, glücklicherweise, während die Verwahrungsinitiative akzeptiert worden ist. Die Einbürgerungsinitiative wollte Einbürgerungen an der Urne zulassen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Die Einbürgerung ist ein Verwaltungsakt. Die direkte Demokratie ist dafür da, dass man die Regeln festlegt, aber nicht die Regeln auszulegen und die Regeln anzuwenden. Und der Grund, weshalb das problematisch ist, es widerspricht dem Gebot der Verhältnismäßigkeit in unserer Verfassung. Und bei einer Abstimmung in der Urne ist nun tatsächlich niemand verantwortlich für das, was er oder sie tut. Das heißt also, man kann gegen so eine Entscheidung gar nicht rekurrieren. Man kann nicht ohne weiteres vor Gericht gehen, weil es gibt ja keine Begründung, gegen die man vorgehen könnte. Dann die Ausschaffungsinitiative, akzeptiert worden im November 2010. Das ist auch etwas gegen die Europäische Konvention der Menschenrechte, weil Straftäter mit sehr geringen Straftaten sofort ausgeschafft werden sollten, ohne Rekursmöglichkeit. Interessant ist an der, die kam von der SVP, das Interessante ist, dass also Leute, die geringfügigen Betrug bei Sozialausgaben gemacht haben, sofort rausgeschmissen werden sollten, aber Leute, die hunderte von Tausende oder hundert Millionen Steuern hinterzogen haben, nicht ausgeschafft werden sollten. Da sieht man natürlich einen gewissen Bias. Dann die berühmte Minarett-Initiative, die ist akzeptiert worden November 2009. Das heißt, es dürfen Moscheen gebaut werden, aber keine Minarette mehr. Und wir haben also in der Schweiz ganze 3 Minarette. Es ist eigentlich kein relevantes Problem bisher. Da ist die Diskussion, ob das zur Religionsfreiheit widerspricht oder nicht, denn die Ausübung der Religion ist ja gewährleistet, aber ob dazu gehört, dass man auch Minarette bauen darf, da sind sich die Juristen uneins. Da werden wir möglicherweise gelegentlich irgendwann mal eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg kriegen, wenn es dorthin kommt. Dann, was in Deutschland sehr viel Aufsehen erregt hat und sehr viel merkwürdige Kommentare, und zwar extrem in beiden Seiten, die Masseneinwanderungsinitiative, die vor 2 Jahren akzeptiert worden ist, wo wir wieder Quoten einführen wollten für die Zuwanderung. Also viele haben geschrieben, das ist ganz toll, das müssen wir machen. Andere haben gesagt, das ist völlig verrückt. Es widerspricht den Verträgen, die wir mit der Europäischen Union haben.
Und diese Verträge sind für uns ziemlich lebenswichtig. Und insofern, wie wird es umgesetzt in einer Art und Weise, dass es der Verfassung widerspricht, aber da komme ich später drauf. Und dann die Durchsetzungsinitiative vom Februar diesen Jahres, das heißt, weil das Parlament bei der Ausschaffungsinitiative eine Regelung anstrebt, die mit der Europäischen Konvention für Menschenrechte vereinbar ist, hat die SVP dann eine neue Initiative gestartet, sodass also der ganz harte Text so in die Verfassung reingeschrieben werden sollte, dass man kaum mehr anders kann. Also wir haben Konflikte mit dem Völkerrecht, wir haben Konflikte mit internationalen Verträgen und wir haben Konflikte mit anderen Verfassungsvorschriften. Das heißt, also wir haben Verfassungsartikel, die sich gegenseitig widersprechen. Das ist die Realität. Nun, die Frage ist natürlich, wenn man jetzt nochmal auf den Brexit zurückgeht, was hat ein einzelnes Referendum eigentlich mit dem System direkter Demokratie zu tun? Aber die weitere Frage, auf die ich später ausführlicher eingehen will, welche Rolle kann die direkte Demokratie in der Europäischen Union spielen? Und Sie werden sehen, eigentlich kaum eine. Dann, wie kann man verhindern, das ist jetzt unser Problem, dass Entscheidungen getroffen werden, die internationalem Recht widersprechen? Dann ist es überhaupt sinnvoll, das, was hier bestritten wird, per Initiative oder Referendum über komplexe Sachverhalte zu befinden? Was geschieht, wenn, was bei uns eben nicht ganz selten ist, wenn die Politik trotz eindeutigem Ergebnis anders entscheidet, das heißt, das Volk entscheidet und das Parlament macht dann was anderes? Und wie kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse direkter Demokratie finanziell verantwortbar sind? Das ist ja ein altes deutsches Thema, das ist nicht unbedingt ein Schweizer Thema, aber es ist in Deutschland jetzt wieder eigentlich aktueller, als man sich das vorgestellt hat. Nun, ich will zunächst mal eines zur deutschen Diskussion sagen, weil die ist sehr verzerrt in verschiedenen Richtungen. Also zunächst mal, man sollte keine zu starken Schlussfolgerungen aus einer Einzelabstimmung ziehen. Also Beispiel, eben die Masseneinwanderungsinitiative vor 2 Jahren, was ist da geschrieben worden, die Schweizer sind fremdenfeindlich und so weiter und so fort. Wenn man sich anschaut, was da passiert ist, 2000 haben wir der Personenfreizügigkeit zugestimmt. 2009 haben wir zugestimmt, dass die Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausgedehnt wird. Aber das Interessanteste ist eigentlich 2010. Da haben wir innerabstimmung der sogenannten Kohäsionsmilliarde zugestimmt. Das heißt, die Schweiz hat zugestimmt, dass sie 1 Milliarde investiert für Projekte in den neuen östlichen Mitgliedsländern der Europäischen Union, dafür, dass sie jetzt Zugang zu diesem erweiterten Markt hat. Ich wüsste gerne, welches Mitgliedsland der Europäischen Union bereit gewesen wäre, entsprechend auch das zu akzeptieren. Das ist das eine, man muss das also etwas nüchterner sehen. Das zweite ist, die Hoffnungen auf die positiven Auswirkungen sind zum Teil maßlos übertrieben. Wir haben genauso Politikverdrossenheit, es speist sich zum Teil aus anderen Quellen, aber die Hoffnung, wenn wir jetzt direkte Demokratie einführen, dann verschwindet die, das ist eine reine Illusion. Andererseits gibt es natürlich auch das Gegenteil, also weit überzogene Befürchtungen. Graf Tillmanns Eck, ein Politikwissenschaftskollege aus Mannheim, hat geschrieben, wenn die Bürger selbst entscheiden, ersetzt der Monolog den Dialog zwischen Gewählten, Wählern und Gewählten. Ich kann das nicht nachvollziehen, denn wenn Sie sich den Maastricht-Vertrag anschauen, da gab es in Deutschland keine Diskussion. Natürlich ist in den führenden Zeitungen darüber diskutiert worden, aber mit der Bevölkerung gab es überhaupt keine Diskussion. Wenn Sie Dänemark anschauen, die durften darüber abstimmen, da gab es eine Diskussion. Also die Abstimmung fördert zum Teil ja erst die Diskussion. Nun, was sind die Problembereiche, auf die ich nachher eingehen will? Das eine ist, wie können die direkten Volksrechte so organisiert werden, dass sie weder von Regierenden noch von Stimmbürgern missbraucht werden? Das heißt, direkte Demokratie muss ein permanenter Prozess sein und der muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Dann, welche Rolle können die direkten Volksrechte in der Europäischen Union spielen? Und zwar angesichts, das ist das Problem,
des dort geltenden Einstimmigkeitsprinzips. Das heißt, das Verhältnis zwischen direkter Demokratie und Einstimmigkeitsprinzip, das ist eines der großen Probleme. Dann, wie kann verhindert werden, dass Initiativen internationalem Recht zuwiderlaufen? Direkte Demokratie und Menschenrechte, das ist vor allem unser Schweizer Problem. Und dann auch noch kurz, wie kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse direkter Demokratie finanziell verantwortbar sind. Da könnte ich sehr lange drüber reden, aber das ist ein anderer Vortrag, aber wir können in der Diskussion noch darauf eingehen, wenn Sie wollen. So. Also das ist das, was ich machen will, erst zur Funktionsweise der direkten Demokratie und dann zu Problemfeldern. Es gibt noch mehr, aber ich will mich auf diese vier Punkte schränken und dann abschließende Bemerkungen. Und hier zu Ihrer Frage. Es gibt Literatur dazu. Ich habe also vor 6 Jahren ist das schon zu diesem Problem mal einen deutschen Aufsatz geschrieben und ein neuerer Aufsatz, Direct Democracy Chances and Challenges, im Open Journal of Political Science erschienen. Und das ist Open Source, das heißt, Sie dürfen es runterladen, Sie müssen nichts dafür zahlen, wenn Sie das haben. Also von daher, und dort haben Sie die ganzen Argumente. Gut, das ist, und zwar extensiver, als ich das hier darstellen kann. Herzlichen Dank. Also natürlich die Verweise auf den Brexit nicht, denn das wurde geschrieben, bevor es den Brexit gab. Gut, also zunächst zur Funktionsweise der direkten Demokratie. Was ganz wichtig ist, direkte Volksrechte sind verfassungsmäßige Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Über Sachfragen, die Entscheidung, die letzte Entscheidung zu treffen, das hat nichts zu tun mit direkter Wahl von Repräsentanten. Also in Deutschland, ich hatte selber mal das Vergnügen, in der Fernsehdiskussion teilzunehmen, da ging es um die Direktwahl des Bundespräsidenten. Das kommt immer wieder auf. Das hat nichts mit direkter Demokratie zu tun. Das Institut in Dresden nennt sich deshalb auch nicht Institut für direkte Demokratie, sondern sachunmittelbare Demokratie. Etwas merkwürdiges Wortkonstruktion. Aber zumindest, also in unserer Schweizer, in unserem Schweizer Verständnis, hat das nichts mit direkter Demokratie zu tun. Und Sie sehen das auch an Folgendem. Wir wählen ja alle Regierungen auf Kantonsebene und auf Gemeindeebene direkt. Aber wir wählen nicht die Bundesregierung direkt. Und es gab schon Initiativen, die das einführen wollten, die sind immer abgelehnt worden. Das heißt, wir wollen, dass die Bundesregierung wird vom Parlament bestimmt, nicht direkt von den Wählern, das wollen wir nicht haben, weil das würde vermutlich enorme Probleme schaffen. Das heißt, es geht wirklich um die Sachfragen und nicht um Personalfragen. In Deutschland ist das Volksbegehren und Volksentscheid, in der Schweiz ist die Initiative und Referendum. Ich werde die Schweizer Terminologie nehmen, auch weil sie viel einfacher und eindeutiger ist als die deutsche. In Deutschland geht da vieles in der Diskussion durcheinander. Und wenn wir die direkten Volksrechte anschauen, dann haben wir eigentlich 4 Arten von. Das eine sind die kontrollierenden Referenden. Die können obligatorisch oder fakultativ sein. Bei uns, jede Verfassungsänderung muss dem Volk gewählt, vorgelegt werden. Das ist obligatorisches Referendum. Gegen jedes neue Gesetz oder gegen jedes Gesetzesänderung können wir das fakultative Referendum ergreifen. Wir müssen innerhalb von 6 Wochen, sind es glaube ich, 50.000 Unterschriften sammeln. Das ist also weniger als 1% der Bevölkerung. Und dann wird darüber abgestimmt. Das ist vielleicht das wichtigste aller Referenden. Wobei also diese kontrollierten Referenden gibt es natürlich nicht nur für Gesetze, die sind auf Gemeinde- und Kantonsebene ganz wichtig, das sogenannte Finanzreferendum. Das heißt also, wenn unser Kanton ein größeres Projekt hat, zum Beispiel die Renovation unserer Universitäten, und das kostet an die 100 Millionen, dann ist das ein Betrag, der vom Volk genehmigt werden muss. Und diese Finanzreferenden sind sehr wichtig. Dann gibt es die Initiativen, das heißt, ich mache einen Gesetzesvorschlag, den Vorschlag für eine Änderung des Gesetzes oder für eine Verfassungsbestimmung. Auf Bundesebene haben wir nur die Verfassungsinitiative, keine Gesetzesinitiative. Auf Kantonsebene haben wir praktisch überall auch die Gesetzesinitiative. Dann gibt es das, was
wir nennen es Plebizide. Ich habe also jetzt gestern gelernt, dass bei mehr Demokratie das inzwischen Referendum von oben heißt. Das heißt also, die Referenden, die wir, die kontrollierenden Referenden, die wir betrachten in der Schweiz, das sind eben in aller Regel, nicht immer, in aller Regel direkte Rechte des Volkes, und das Volk kann entscheiden, ob es dieses Recht wahrnehmen will oder nicht. Bei dem Plebiszit ist es umgekehrt, dass das Volk, dass die Regierung entscheidet, jetzt darf das Volk mal abstimmen. Das war Brexit, das war de Gaulle und Chirac, das war jetzt Orban und so weiter, das sind immer wieder solche Beispiele. Und generell sind diese nicht unbedingt sinnvoll. Aber man muss sagen, es gibt Ausnahmen. Also wenn Sie sich die Abstimmung in Kolumbien anschauen, die war, ist wahrscheinlich notwendig, weil Sie können diesen Prozess, leider ist es schief, ganz knapp schief gegangen, aber Sie können diesen Versöhnungsprozess ohne eine Volksabstimmung wahrscheinlich gar nicht machen. Und das ist was anderes, wie wenn man mal, um seine persönliche Position zu stärken, also das Volk mal über irgendwas abstimmen lässt. Und in der Schweiz haben wir auch etwas verklausuliert, so ein Referendum von oben. Es gibt Fälle, wo eigentlich dann das Parlament entscheiden könnte, aber wo vom Volk her so viel Druck gemacht wird, dass man das dem Volk vorlegen muss, dass das Parlament dann einen Modus findet, darüber, dass man abstimmen kann. Also der letzte schöne Fall war Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Das ist eigentlich eine Sache, das sind Militärausgaben, die unterstehen nicht dem Referendum, und wir haben auf Bundesebene auch kein Finanzreferendum. Aber dann wurde ein Gesetz gemacht, wie das finanziert werden soll. Und dieses Gesetz unterlag dem Referendum. Das wäre nicht notwendig gewesen, also verfassungsmäßig. Man hat das trotzdem gemacht, und wir haben es dann auch abgelehnt, diese neuen Flugzeuge. Und jetzt muss halt das Verteidigungsdepartement schauen, wie sie damit zurechtkommen. Und dann gibt es viertens noch konsultative Referenden. Das ist deshalb interessant, weil eigentlich haben die ja keine Bedeutung. Also die Regierung muss sich nicht dran halten. Aber also das ist zumindest so ein bisschen die Erfahrung. Sie werden viel weniger missbraucht als Plebiszite. Und wenn eine Entscheidung fällt, also Beispiel in Holland mit der Ukraine, dann ist es der Regierung fast nicht mehr möglich, an dem Ergebnis vorbeizukommen. Obwohl es formal möglich wäre. Also das ist eine interessante Sache. Aber ich will also jetzt dann auf die nicht weiter eingehen. Also bei uns spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Nun, es geht also um das verfassungsmäßige Recht der Bürgerinnen und Bürger selber zu entscheiden. Und da ist eben das Problem, dass Plebiszite von Wählern und von Regierungen missbraucht werden. Die Wähler, indem sie der Regierung eines auswischen wollen, obwohl sie eigentlich dafür wären, stimmen sie dagegen. Und die Regierung, weil sie es ansetzen wollen, um praktisch ihre Position zu stärken, was dann eben, weil die Wähler das wieder anders gebrauchen, als es eigentlich gedacht wäre, dann anders ausgeht, als man erwartet hat. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass das nicht irgendwie eingebettet ist in den politischen Prozess, sondern dass es einmalige Entscheidungen sind. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo solche einmaligen Entscheidungen wahrscheinlich notwendig sind, aber ich meine einfach, um die Position in der eigenen Partei zu festigen, zu sagen, wir stimmen jetzt über den Verbleib in der EU ab, oder dann ist er zumindest zurückgetreten, relativ kurz. De Gaulle ist seinerzeit auch zurückgetreten, Chirac ist nicht zurückgetreten, aber das waren typischerweise Abstimmungen, die eigentlich anders ausgegangen sind, als man das erwartet hatte und erwarten konnte, wenn man so die Präferenzen der Bevölkerung kannte. Nun, das heißt natürlich nicht, dass bei direkter Demokratie unerwünschte Ergebnisse nicht auch möglich sind. Also die Ablehnung der Personenfreizügigkeit mit der EU 2014, aber auch die knappe Ablehnung des Beitritts zum Europäischen Währungsraum 1992, das war für viele ein Schock. Und
für die Schweiz also ein erhebliches Problem. Also wir haben es dann mit den bilateralen Verträgen aufgefangen, aber das war extrem mühsam. Aber man darf eben nicht das auf eine einzelne Entscheidung zurückspielen. Wenn Sie sich anschauen, wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen gehabt in der Schweiz, von denen man in Deutschland meint, dass das gar nicht möglich ist. 1993 haben wir zweimal für Steuererhöhungen gestimmt. Einmal bei der Mehrwertsteuer und einmal sogar bei der Mineralölsteuer. Also dass wir das Benzin mehr zahlen müssen als zuvor. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre. Wahrscheinlich schon auch. Natürlich. 2004 haben wir Steuersenkungen abgelehnt. Also es wäre eine ausführliche Sache jetzt, weshalb es abgelehnt worden ist, aber es ist abgelehnt worden. Dann vor 4 Jahren war es, dass wir 6 Wochen Urlaub für alle abgelehnt haben. Ich habe jetzt in Berlin ein Schild gesehen, da wird propagiert 65 Tage Urlaub für alle. Ich meine, wenn man eine Volkswirtschaft ruinieren will, dann muss man es auf diese Art und Weise machen. Und vielleicht eine der wichtigsten Entscheidungen, dass wir 1976 die 40-Stunden-Woche abgelehnt haben. Wir haben immer noch die 42-Stunden-Woche. Und wir sind damit wirtschaftlich sehr, sehr gut gefahren. Das heißt also, inzwischen wird ja in Frankreich nicht so stark, in Deutschland schon stärker, diese Reduktion auf 35 Stunden wieder zurückgefahren. Das war alles offensichtlich keine sehr sinnvolle Entscheidung. Hat die Schweiz dafür denn auch genug Arbeit? Wir sagen nicht. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 3,2% im Augenblick. Dann müssen wir also nur mehr arbeiten, haben wir weniger Arbeitslose. Ja, wenn Sie mehr arbeiten, dann wird natürlich die Lohnstückkosten sinken, damit sind Sie international wettbewerbsfähiger. Und wir leben natürlich fast noch stärker vom Export als Sie, denn als kleines Land müssen wir viel importieren, aber wir müssen auch dafür schauen, dass unsere Produkte in aller Welt gekauft werden, ansonsten sind wir arm dran. Und wir haben keine Rohstoffe und also allein mit Bergen und Kühen können Sie da wenig machen. Also es kommt auf die Durchschnittqualität an, nicht auf ein einzelnes Ergebnis. Und was auch wichtig ist, man muss vergleichen mit den realen anderen Systemen und nicht mit dem idealen System. Also bei uns in der Schweiz, diejenigen, die direkte Demokratie einschränken wollen, die vergleichen das immer mit dem idealen parlamentarischen System. Natürlich schneidet dann die direkte Demokratie schlechter. Aber wenn man denen dann sagt, also in Deutschland läuft es doch gar nicht so gut und in Frankreich auch nicht, dann heißt ja, kommt mir nicht mit Frankreich und Deutschland. Aber ich meine, man muss es einfach mit realen Systemen vergleichen und da glaube ich, da schneiden wir nicht so schlecht ab. Nun, was sind die Voraussetzungen eigentlich für ein vernünftiges Funktionieren? Und das ist ganz wichtig, es muss in den parlamentarischen Prozess integriert sein. Und das ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Kalifornien. In der Schweiz ist es das, in Kalifornien ist es nicht. In Kalifornien stimmen sie an einem Tag über 40, bis zu 40 Sachen ab. Die sind mit Nummern bezeichnet, nicht mal einen Titel. Die Regierung darf nichts sagen, das Parlament darf nichts sagen, nur das Volk entscheidet. Ja oder nein. Das heißt also, wir müssen Regierung und Parlament einbeziehen. Und wir müssen damit auch die Möglichkeit einer öffentlichen Diskussion geben. Das heißt, es darf auch nicht zu viele Abstimmungen geben und es muss auch Zeit sein, dass man mit Abstimmungen diskutieren kann. Was bedeutet das? Wenn wir die Referenden anschauen, das berühmte Ja und Nein, das ist zu verstehen als quasi eine vierte Lesung eines Gesetzes. Das Parlament entscheidet in der dritten Lesung auch nur Ja und Nein. Das heißt also über die komplexesten Dinge, die man sich vorstellen kann. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass zuvor ein Diskussionsprozess war, in dem die Kompromisse ausgelotet und gefunden werden. Natürlich, das ist genau das Problem in Kalifornien, dass man da irgendwas hingeknallt bekommt und dann Ja oder Nein entscheiden muss. Das ist nicht unser Schweizer System. Sondern das sind ja Dinge, die von der Regierung kommen, vom Parlament. Und dann, wenn das Parlament, und bei uns sind es beide Kammern, die ja immer, beide Kammern, die zustimmen müssen, zugestimmt hat, dann, falls das Referendum ergriffen wird, muss also auch das Volk noch zustimmen. Das heißt, das Problem der Komplexität
ist da nicht anders als im rein parlamentarischen System, weil das ja schon davor eigentlich gelöst worden ist. Bei der Initiative ist es so, dass wir das auch über Regierung und Parlament machen und die können dann sagen, ja, sie können nein sagen, empfehlen natürlich, ja oder nein, und sie können Gegenvorschlag machen. Und der Gegenvorschlag kann zum Beispiel dazu führen, dass die Initiative zurückgezogen wird, weil in diesem Gegenvorschlag die Sache aufgenommen wird. Das heißt also, wir haben auch hier nicht die reine Ja-Nein-Entscheidung, sondern wir haben auch hier einen Prozess, aber zum Schluss ist es klar, muss ich zwischen in dem Fall zwei oder drei Alternativen auswählen, was ich will. Gut, jetzt zur Frage der Einstimmigkeit. Als Ökonom kennen wir das, die Pareto-Effizienz. Das ist, das heißt, eine Situation ist dann besser, wenn mindestens ein Individuum besser gestellt wird und kein Individuum schlechter gestellt wird. Das ist ein allgemeines Prinzip. Und das ist das, was die Einstimmigkeitsregel eigentlich bewirkt. Das heißt, jeder Spieler hat ein Veto. Und nur wenn alle einstimmen, oder zumindest sich enthalten, dann kann etwas entschieden werden. Nun, was ist das Problem dabei? Das Problem ist das, was wir Tragödie der Anti-Commons nennen. Also Commons sind Gemeinschaftsdinge und Anti-Commons sind auch Gemeinschaftsdinge in dem Sinn. Wieso? Wenn alle Leute einem Vorschlag zustimmen müssen, dann haben alle ein Interesse daran, möglichst als Letzter zuzustimmen. Denn auch wenn das allen Vorteile bringt, der Spieler, der als Letzter zustimmt, kann für sich am meisten rausholen. Und das geschieht auch. Ich meine, das geschieht auch in ganz anderen Zusammenhängen. Wenn Sie sich anschauen, wenn hier in Deutschland Land enteignet werden soll, um eine Straße gebaut zu werden, dann wird gesagt, ihr kriegt so und so viel. Und dann die Dummen sind, die sich damit abgeben. Und der Letzte, der kann dann noch sehr viel mehr rausholen, weil der kann natürlich drohen zu prozessieren. Das dauert im Zweifelsfall Jahre, kostet die Stadt dann sehr viel mehr. Und dann ist die Stadt bereit, mehr zu zahlen. Also dieses Spiel wird häufig angewendet. Und der Anreiz zu solchen Verfahren ist sehr groß und umso größer, je größer die Gruppe ist. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann versuchen, das macht man natürlich auch, das durch Lockrolling zu überkommen. Was heißt das? Man schnürt Pakete, man nimmt verschiedene Dinge zusammen, dass alle letztlich unterm Strich profitieren, dann ist der Anreiz noch nicht ganz beseitigt. Aber das ist, was in den endlos langen Sitzungen in Europa immer passiert, wenn wieder was verabschiedet werden soll. Das Problem ist aber, in der direkten Demokratie ist Lockrolling nicht möglich. Also wenn die Regierungen dann alle zugestimmt haben, dann haben sie in der Regel relativ großen Einfluss, dass die Parlamente auch zustimmen, das ist zwar nicht hundertprozentig sicher, aber das ist in der Regel dann der Fall. Aber sie haben natürlich keine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in der direkten Demokratie zustimmen. Das heißt also, das funktioniert nicht. Und das heißt nicht anders, als wenn ich Einstimmigkeit habe, dann blockiert das ab einer bestimmten Größe, Zahl der Spieler, das System vollständig. Dann, wenn wir in der Schweiz haben wir 26 Kantone, sie haben 27 Mitgliedsländer in der EU, wenn wir verlangen würden, dass immer alle Kantone zustimmen, ich weiß nicht, also ging gar nichts durch. Also von den Verfassungsänderungen gibt es vielleicht zwei oder drei, wo alle Kantone zugestimmt haben. Wir haben einen Kanton, der sagt fast immer nein. Das heißt also, wenn Sie in so einem Bereich direkte Demokratie einführen wollen, dann müssen Sie die Einstimmigkeitsregel abschaffen. Das geht nicht mehr, das verträgt sich nicht. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, also mit Lars Feld habe ich mal im Aufsatz so überlegt, man könnte einfache Mehrheit der Bevölkerung und zwei Drittel Mehrheit der Länder oder man könnte auch zwei Drittel Mehrheit der Bevölkerung und zwei Drittel Mehrheit der Länder machen, also das ginge. Und dann könnte das funktionieren. Also es muss nicht unbedingt so einfach sein wie bei uns in der Schweiz, dass man nur eine einfache Mehrheit der Bevölkerung, eine einfache Mehrheit der Kantone braucht, sondern, beziehungsweise sind
gemessen an den abgegebenen Stimmen sind das absolute Mehrheit, die wir brauchen, und die doppelte Mehrheit. Man kann das durchaus härter machen und vielleicht bei Verfassungsfragen macht es auch Sinn, das härter zu machen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Daneben gibt es natürlich Möglichkeiten der Initiative, die sind davon unbenommen. Da könnte man mehr machen, als derzeit passiert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass in Brüssel großes Interesse besteht, diese derzeit bestehende, sehr rudimentäre Initiative etwas auszuweiten. Aber die Frage ist natürlich, wäre Deutschland wirklich bereit, sein Veto aufzugeben? Ich meine, das ist die Frage. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann darf ich nicht für europäische Fragen direkte Demokratie fordern. Denn das verträgt sich nicht. Also entweder ich gebe die Einstimmigkeitsregel und damit auch meine Veto-Position auf, oder ich kann das nicht machen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was Brexit anbelangt, den Austritt aus einem Club kann ein einzelnes Land für sich bestimmen. Da können die anderen eigentlich nichts sagen. Das heißt, das kann ich mit direkter Demokratie machen. Kein Problem. Aber eine Verfassungsänderung, wo alle zustimmen müssen, kann ich nicht seriöserweise mit direkter Demokratie machen. Das ist mit der Einstimmigkeitsregel, das verträgt sich nicht. Und wenn ich es trotzdem fordere, dann versuche ich halt mir irgendwelche Dinge rauszunehmen, wo ich mal glaube, jetzt könnte ich was verhindern, aber ansonsten will ich es natürlich nicht haben. Das heißt also, solange man an der Einstimmigkeitsregel festhält, gibt es nur wenige Möglichkeiten für den Einsatz direkter Volksrechte in der Europäischen Union. So, Quoren, anderes Problem. Auch in Deutschland natürlich ein Problem. Das ist sicherlich unter bestimmten Umständen ein Mittel, die Legitimität an Entscheidungen zu erhöhen. Man muss es nicht haben, wir haben es in der Schweiz nicht, aber es gibt schon Argumente dafür. Andererseits muss man sehen, also Teilnahmequoren führen zu strategischem Verhalten. Das ist also wirklich nicht gut. Und das ist eben, Sie haben es jetzt in Ungarn wieder gesehen, überwältigende Mehrheit, aber man hat das 40%-Quorum nicht erreicht. Gut, also in dem Fall hat man sich vielleicht gefreut, dass Herr Orban da auf die Nase gefallen ist, aber generell ist natürlich von der Struktur her das völlig unmöglich. Und wenn Sie zurückgehen in die Weimarer Zeit, da sind eben zwei Volksentscheide am Quorum gescheitert. In Hamburg hatten wir das einmal oder in Italien 1999. 91,7% haben dafür gestimmt und die Beteiligung war 49,6%. Also so klar ist am Quorum nichts gescheitert, aber es ist völlig klar, wenn ich ein Zustimmungsquorum habe in entsprechender Höhe, ein Teilnahmequorum in entsprechender Höhe, dann heißt es, dass die dagegen sind, einfach nicht abstimmen gehen. Und dann habe ich praktisch nicht ein Teilnahmequorum, sondern ein Zustimmungsquorum in dieser Höhe. Und dann sollte man es auch ehrlich so nennen. Dann sollten die Quoren natürlich nicht höher sein als die faktisch erforderliche Zustimmung im parlamentarischen Raum. Wenn Sie sich mal anschauen, das 2009, schönes Beispiel, Bundestagswahl, Beteiligung 70,8%, die Regierung hat 48,4% der Stimmen erhalten. Sie hat also genau 34,3% der Bevölkerung repräsentiert. Das heißt also, wenn ich ein Zustimmungsquorum von 40% oder 50% haben will, dann wäre das höher, als normalerweise die implizite Zustimmung ist, wenn die Regierung in dem Fall ein Gesetz verabschiedet. Heute ist es etwas mehr, das ist klar, weil mit der Großen Koalition natürlich die mehr als 48% haben, aber ab nächstem Jahr im Zweifelsfall auch wieder weniger. Und dann gibt es eben noch die Arbeit von Matsusaka, der hat für die USA gezeigt, dass das Quorum für die erforderlichen Unterschriften nicht so hoch sein sollte. Also 5% ist eine relativ ideale Zahl, ab 10% wird das Instrument ziemlich wertlos. Soweit zum Prozess. Mit so beiden Problemfeldern, also wie gesagt, es gibt Konflikt zwischen direkter Demokratie und Menschenrechten. Verbesserungen für Minderheiten, die in einem rein repräsentativen System gewährt werden, könnten in der direkten Demokratie verweigert werden. Also
das klassische Beispiel, obwohl es keine Minderheit war, ist das Frauenwahlrecht bei uns. Also 1959 haben die Männer zum letzten Mal auf nationaler Ebene bestätigt, dass die Frauen kein Stimmrecht und kein Wahlrecht haben sollen. Und 1971 ist es dann auf nationaler Ebene beschieden worden. Das heißt, hieß aber noch lange nicht, dass alle Kantone das auch hatten. Also Appenzell-Ausserrhoden hat es, glaube ich, 1989 dann beschlossen und Appenzell-Innerrhoden hat es 1990 nochmal abgelehnt und dann hat aber das Bundesgericht entschieden, dass das der Bundesverfassung widerspricht und dann ab 91 durften die Frauen dann mitstimmen. Also die, das ist der Landsgemeinde, da kommen alle zusammen und heben dann die Hand hoch. Das heißt, seit dann ist es natürlich auch so, dass man nicht unbedingt jeder ein Schwert hat. Denn die Alten haben ja zum Teil noch ihre Schwerter und die gehen auch voll stolz und traditionsbewusst mit diesen Schwertern da in den Ring. Also das ist eigentlich schön zu sehen. Dann gibt es diese Frage mit der finanziellen Nachhaltigkeit von solchen Dingen, beziehungsweise dass Reformen und Sparmaßnahmen verhindert oder zumindest verzögert werden. Da will ich heute nicht drauf eingehen, das würde zu lange werden. So, jetzt zunächst müssen wir unterscheiden zwischen Initiative und Referendum. Initiative ist ja etwas, was den Prozess beschleunigen kann und in eine Richtung bringen, die die Politiker zunächst vielleicht gar nicht wollen. Denn das Referendum ist etwas, was den politischen Prozess im Zweifelsfall verzögert. Nun, was ist das Problem? Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir haben Initiativen, die zur Abstimmung gelangen, die im Widerspruch zu zum Beispiel zu individuellen Freiheitsrechten stehen. Jetzt muss man unterscheiden zwei Fälle. Dieser Konflikt kann nicht beabsichtigt sein. Also die Verwahrungsinitiative, die ist von zwei Frauen aus dem Rheintal gestartet worden. Niemand hat daran geglaubt, dass die jemals Erfolg haben würden. Und deshalb hat sich auch niemand wirklich darum gekümmert. Wahrscheinlich hätte man mit denen durchaus einen Text aushandeln können, der konform geht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber alle waren der Auffassung, dass das sowieso nicht durchgeht und dann, jetzt hat man eben das Problem. Das andere ist beabsichtigter Konflikt, also unsere rechtspopulistische Volkspartei, die startet bewusst Initiativen, die internationalem Recht widersprechen. Und die Ausschaffungsinitiative geht in die Richtung, aber die neueste, also da haben wir noch drüber abgestimmt, Landesrecht, Recht, Völkerrecht, die wollen also generellen Vorrang des Landesrechts haben und dann müsste man zur Europäischen Menschenrechtskonvention wahrscheinlich kündigen und die bilateralen Verträge und weiß ich nicht was alles. Nun, was gibt es Möglichkeiten da zu lösen? Was machen wir in der Schweiz? Abstimmungen, die gegen zwingendes Völkerrecht verstoßen, das ist also zum Beispiel das Folterverbot, die dann nicht zugehören. Aber das ist ganz selten. Dann hoffen wir, dass Initiativen, die gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, nicht angenommen werden. Das ist wahr bei der Einbürgerungsinitiative. Aber das Problematische ist, wir setzen Initiativen, die angenommen werden, zum Beispiel gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, nicht korrekt um. Das heißt, das Gesetz ist dann so, dass es damit kompatibel ist, aber eigentlich nicht mit dem Verfassungstext. Und wenn Sie jetzt gerade in den letzten Wochen die Diskussion über die Masseneinwanderungsinitiative, was da jetzt vorgeschlagen wird, das umzusetzen, ist für mein Gefühl ein klarer Verfassungsbruch. Aber da wir kein Verfassungsgericht haben, kann das auch nicht irgendwo eingeklagt werden. Also das Problem ist, einmal das Parlament entscheidet in eigener Sache. Über den Gesetzgebungsprozess hat das Parlament faktisches Veto gegen den Stimmbürgern. Das heißt, die Stimmbürger haben beschlossen, das steht so in der Verfassung, aber das Parlament macht was anderes. Nicht vereinbar mit internationalem Recht. Dann, was interessant ist, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der urteilt zum Teil für uns als Verfassungsgericht. Das heißt also, wenn Sie in Ihren Rechten beschnitten werden, die durch die Europäische Konvention gewährleistet, können Sie zwar nicht zum Bundesgericht gehen, aber Sie können nach Straßburg gehen.
Das heißt, wir haben hier praktisch fremde Richter, die über uns reiten. Und dann die Frustration der Leute, die etwas durchgebracht haben und dann sehen, dass völlig anders entschieden wird. Das ist also ein Grund auch für Politikverdrossenheit bei uns. Also Sie sehen, unsere Lösung ist nicht gerade ideal. Das wäre die Alternative, stärkere Verfassungsgerichtsbarkeit. Das war auch von der Regierung in einem Entwurf für die neue Verfassung 1995 vorgesehen, ist aber vom Parlament rausgekippt worden. Also man könnte sich vorstellen, dass im Vorfeld das Verfassungsgericht eine Prüfung macht. Was ist das Problem? Das Problem ist Deutschland. Das deutsche Bundesverfassungsgericht ist abschreckend. Also für Leute außerhalb Deutschlands, für Deutschland hat das selbstverständlich sein, aber wenn wie detailliert das Bundesverfassungsgericht vorschreibt, was der Gesetzgeber zu tun hat, das wird befürchtet, dass wenn man dem Bundesgericht in Lausanne mehr Kompetenzen gibt, dass es in die gleiche Richtung geht. Und das will eigentlich niemand. Das heißt also, es gibt einfach viele Bereiche, nehmen Sie die ganze Paragraph 218 Abtreibung. Das ist nach Schweizer Auffassung eine Sache, die politisch entschieden ist. In Deutschland ist es sehr stark durch das Bundesverfassungsgericht determiniert. Oder nehmen Sie Steuerrecht. Auch dort hat das Bundesverfassungsgericht sehr weitgehend entschieden. Und das ist einfach, das ist so abschreckend, dass also Sie natürlich Juristen, Staatsrechtler, die können Sie in der Schweiz überzeugen. Und Akademiker vielleicht auch noch, aber ich habe mit vielen Parlamentariern geredet, die sind strikt dagegen, auch wenn sie also ansonsten sehr offen sind. Man könnte natürlich auch aus internationalen Vereinbarungen austreten, aber das hat natürlich Kosten. Das heißt, also ich glaube schon, dass wir eine begrenzte Stärkung der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz brauchen, aber ich sehe nicht, wie wir es politisch durchsetzen können. Das Problem ist, was dahinter ist, nur ganz kurz, ist natürlich, dass wir Unterschied oder Konfliktfeld zwischen Demokratie und Rechtsstaat haben. Also häufig wird es durcheinander gebracht, dass man unter Demokratie auch Rechtsstaat versteht. Das ist aber nicht, das sind zwei verschiedene Dinge und die können in Konflikt kommen. Ganz klar, wenn wir Abstimmungen haben, die auf Gemeindeebene, die dann vom Bundesgericht gekassiert werden, aus rechtsstaatlichen Gründen, ist das ganz eindeutig. Was dahinter ist, wenn Sie sich anschauen, das ist, weshalb es in Deutschland anders ist als in der Schweiz. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Verfassungstraditionen. Und im 19. Jahrhundert hatten wir in der Schweiz immer stärker direkte Demokratie. Und das Modell ist das, was wir heute noch in Glarus und Appenzell-Innerrhoden haben, eben die Landsgemeinde. Das heißt, in den Kantonen sind die Leute zusammengekommen und gemeinsam beschlossen, was sein soll. Und wenn Sie dieses Modell einer gesellschaftliche Entscheidung haben, dann macht es keinen Sinn, vor ein Gericht zu gehen. Das ist einfach in diesem System eigentlich nicht drin. In Deutschland war Demokratie ein absolutes Fremdwort, aber mit den Stein-Hardenbergschen Reformen haben sie in Preußen einen Rechtsstaat eingeführt. Sie konnten gegen den König bzw. seine Bürokratie klagen und auch Recht bekommen. Das heißt also, in Deutschland hat sich ein Rechtsstaat entwickelt, und während in der Schweiz praktisch sich die Demokratie entwickelt hat. Und da können Sie schön schauen, wie früh es in Deutschland ein Verwaltungsrecht und wie spät es in der Schweiz ein Verwaltungsrecht gab, weil es einfach diese beiden unterschiedlichen Traditionen sind. Und dieser Grundwiderspruch ist natürlich nur pragmatisch lösbar. Den können Sie nicht wirklich auflösen. Die Frage ist, welche Befugnisse sollen Verfassungsgericht haben, soll es abstrakte Normenkontrolle machen wie in Deutschland oder nur konkrete Normenkontrolle wie in der Schweiz, damit ist sein Einfluss schon massiv eingeschränkt. Beispiel, Urteil zur Einbürgerung an der Urne vom Gericht, die haben nur entschieden, dass es nicht erlaubt ist, in einer Volksabstimmung, in einer Gemeinde, also an der Wahlurne über Einbürgerung zu entscheiden. Die haben nichts anderes entschieden. Die haben nicht gesagt, wie es gemacht werden muss. Und das hat dann die Möglichkeit gegeben, also bei uns im Kanton ist es jetzt so, der Gemeinderat entscheidet.
Wenn jemand damit nicht einverstanden ist, kann er Einspruch erheben, muss diesen Einspruch begründen, dann geht es in die Gemeindeversammlung. Dann kann die Gemeindeversammlung dafür abstimmen. Aber dann ist mit dem Einspruch eine Begründung gegeben und damit kann man zum Gericht gehen und das Gericht kann entscheiden, ob das willkürlich ist oder nicht. Also man hätte ja sich vorstellen können, dass das Bundesgericht auch sagt, Gemeindeversammlungen dürfen es auch nicht. Nein, hat nur gesagt, was nicht zulässig ist. Und das ist natürlich wichtig, das ist nur für Initiativen relevant, nicht für Referenden. Ist es relevant, also es gibt eine ganze Reihe von Studien, vor allem für die USA, es gibt auch für die Schweiz Studien, es ist nicht völlig von der Hand zu weisen, wobei, wenn sich die Studien anschauen, die hängen sehr davon ab, was man jetzt als Menschenrecht und so weiter definiert und was nicht. Also ob zum Beispiel in Kalifornien, oder ich glaube, war Kalifornien, ja, ob man also eine andere Sprache praktisch als Amtssprache zulassen soll, weil da eine relativ große Bevölkerungsgruppe ist, die diese Sprache spricht oder nicht. Da kann man sich drüber streiten. Oder in der Schweiz, ob die erleichterte Einbürgerung für die zweite Generation, ob das jetzt, wenn das abgelehnt wird, eine Diskriminierung einer Minderheit ist oder nicht. Und je nachdem, wie Sie die Sachen einordnen, diese verschiedenen Abstimmungen, können Sie zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Trotzdem ist es von zunehmender Relevanz in der Schweiz, weil wir haben ja gesagt, es kommen doch jetzt mehr als früher Initiativen, die problematisch sind. Und es gibt, das gibt eine schöne Arbeit von Adrian Vatter, Unterschiede in der Schweiz in der Behandlung von akzeptierten und nicht akzeptierten Minderheiten. Und er zeigt es an der religiösen Minderheit, also die Juden waren im 19. Jahrhundert noch nicht akzeptiert und sind ja voll integriert worden. Und heute sind sie Moslems, die nicht integriert sind, sodass eben dann sowas passiert wie die Minaretteninitiative. Problem natürlich auch, was kommt überhaupt zur Entscheidung, was kommt gar nicht zur Entscheidung. Aber wie weit ist es hier ein relevanter Unterschied zur rein repräsentativen Demokratie? Also wenn Sie sich die Todesstrafe anschauen, das ist ja nach unserem Verständnis, widerspricht es den Menschenrechten. Und wenn Sie jetzt schauen in den USA, die Staaten mit direkter Demokratie haben tendenziell mehr Todesstrafe, aber auch rein parlamentarische Staaten haben Todesstrafe. Also es ist nicht so, dass es eindeutig unterschiedlich wäre. Jetzt noch zum Schluss noch ein bisschen was zu den Finanzen. Deshalb auch, weil in Deutschland gibt es ja überall den Finanzvorbehalt. Das heißt also, im Prinzip darf über Entscheidungen oder über Sachen mit finanziellen Auswirkungen nur so begrenzt entschieden werden. Wenn ich jetzt anschaue, was sind eigentlich die finanzpolitischen Instrumente der direkten Demokratie, das ist als erstes das Finanzreferendum. Das heißt, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn Sie, also typischerweise ein Kanton oder auch eine Gemeinde, also wir haben das auch in der Gemeinde, aber ein Kanton ist ein besseres Beispiel, wenn er eine große Ausgabe plant, dann muss darüber abgestimmt werden. Und dann gibt es also Kantone, die haben obligatorisches Referendum, das heißt ab einer bestimmten Summe muss darüber abgestimmt werden. Es gibt Kantone, die haben fakultatives Referendum, das heißt ab einer bestimmten Summe kann man Unterschriften sammeln und dann wird darüber abgestimmt. Unser Kanton hat beides und unterscheidet dann noch zwischen einmaligen und wiederkehrenden Ausgaben. Das heißt also, bei wiederkehrenden Ausgaben sind natürlich die Beträge sehr viel niedriger, wenn man weiß, dass das also auf ewig dann die Ausgaben sind. Das Finanzreferendum kann finanzielle Solidität nicht beeinflussen. Richtig, denn es ist ja nur, im Zweifelsfall wird weniger ausgegeben, als die Regierung wollte. Also das ist, da gibt es eigentlich gar nichts, weshalb man das nicht zulassen sollte. Beim Gesetzesreferendum ist es nicht ganz so klar, denn die meisten Gesetze, die vorgeschlagen werden, haben sozusagen positive finanzielle Implikationen. Wenn es dann abgelehnt wird, wird auch weniger Geld ausgegeben. Aber es gibt natürlich gelegentlich auch Gesetze, die Ausgaben einschränken wollen und wenn die dann abgelehnt werden, dann kann das die finanzielle Nachhaltigkeit negativ beeinträchtigen.
Die Initiative ist eigentlich das, wofür es wirklich relevant ist, denn wenn Sie etwas mit der Initiative durchbringen und das hat entsprechende finanzielle Konsequenzen, die Frage ist, was soll dann passieren? Und das ist nicht ganz aus der Welt, also es gibt im Kanton Genf zum Beispiel, gab es eine Situation, wo wir für Ausgaben gestimmt haben, aber gegen Sparmaßnahmen. Und jetzt gibt es eine neuere Arbeit hier aus Deutschland, wo man zeigt, dass in den Gemeinden, je mehr direkte Demokratie, desto höher sind die Ausgaben. Ist natürlich für uns Schweizer durchaus verständlich. Wenn man bei uns die Ausgaben erhöht, dann muss man im Zweifelsfall auch die Steuern erhöhen. Das kümmert in Deutschland niemand. Das heißt also, da ist schon ein Problem, dass man, also wenn man da beliebig Dinge beschließen könnte, ohne dass man für die Finanzierung da gerade stehen muss, dann kann das ins Uferlose gehen. Was sind die Lösungen? Schuldenbremse. Wir haben beim Bund eine Schuldenbremse seit, also offiziell 10 Jahren, aber faktisch ist etwas später erst in Kraft getreten. Wir haben bei uns im Kanton St. Gallen die älteste aller Schuldenbremsen vom Jahr 1929. Die existiert immer noch und die hatte das Ergebnis, dass wir zwar ein armer Kanton sind, aber wir haben keine Schulden. Das heißt, wir haben natürlich Schulden, aber wir haben mehr Zinseinnahmen als Zinsausgaben. Also netto sind wir gut dran. Was ist das wichtigste Argument, also natürlich ganzes Paket, aber was ist das wichtigste Element darin ist, das Parlament darf nur ein bestimmtes Defizit budgetieren und wenn die erwarteten Ausgaben höher sind, müssen sie die Steuern automatisch erhöhen. Geht kein Weg dran vorbei. Und das heißt natürlich auch, dass die sich überlegen, was sie in Ausgaben machen. Oder auch wenn wir abstimmen darüber, wissen wir natürlich, dass es eventuell uns Steuern kostet. Und ich meine, da gibt es ganz konkrete Beispiele. Wir hatten bei uns in der katholischen Gemeinde, da war ich noch nicht in Engelburg, aber ist egal, da haben die beschlossen, als Gemeindezentrum das alte Schulhaus zu kaufen. Die können es nicht vollständig, haben Teil vermietet oder, aber war völlig klar, wenn wir das machen, müssen wir den Steuersatz hochsetzen. Die Leute haben das akzeptiert. Soweit, also mit Schuldenbremsen, wenn sie vernünftig gestaltet sind, dann funktionieren sie oder können sie funktionieren. Ich bin extrem skeptisch, was Deutschland anbetrifft. Die Schuldenbremse des Bundes mag funktionieren, obwohl sie inzwischen schon wieder umgangen wird über Sonderhaushalte. Und die für die Länder werden im Zweifelsfall gar nicht richtig funktionieren können. Das Problem dahinter ist unter anderem, dass die Länder keine Einnahmenhoheit haben. Das bräuchte man nämlich, wenn man sowas machen würde. Okay, zum Zusammenfassen. Also man sollte direkte Demokratie nicht idealisieren, ihre positiven Auswirkungen nicht unter- und nicht überschätzen. Sie hat ihre Probleme, aber es gibt viele Argumente, die gegen sie vorgebracht werden, die eigentlich nicht überzeugen. Das sind die berühmten Verweise auf die Weimarer Republik und das Dritte Reich. Dann eben die, was für eine Nirvana-Kritik. Das heißt also, das tatsächliche Funktionieren unseres Systems wird gegenübergestellt einem idealen parlamentarischen System. Dann die Behauptung, das finden Sie auch gelegentlich, dass sich durch Einführung der direkten Demokratie auf Bundesebene das politische System radikal ändern würde. Also ich meine, natürlich unser Schweizer System ist radikal anders, aber es gibt viele europäische Länder, die haben auf der Bundesebene direkte Demokratie, ohne dass sich dadurch etwas fundamental geändert hätte. Dann, dass kein sinnvoller politischer Diskurs möglich sei, weil man die anstehenden Fragen nicht einfach mit Ja und Nein beantworten könne. Und hier habe ich ein Zitat von Carl Schmitt. Einige von Ihnen werden mit dem Namen noch was anfangen können. Das war ein führender Staatsrechtler in der Weimarer Republik, der sich da den Nazis angedient hat und eine merkwürdige Rolle gespielt hat, aber sie wollten ihn dann doch nicht so und dann ist er so ein bisschen in die Immigration gegangen. Aber sein Werk ist so interessant, dass es heute in Deutschland noch eine Karl-Schmidt-Gesellschaft gibt und also tatsächlich da, aber er war also natürlich strikt gegen das. Und bei der heutigen Methode der geheimen Einzelabstimmung wird gerade die öffentliche Beratung und Diskussion von dem formellen Verfahren ausgeschlossen und außerhalb des juristisch fassbaren und sozial kontrollierbaren Verfahrens in eine von Privaten betriebene
und beherrschte Pressepropaganda und Agitation verlegt. Das könnte man heute genauso wieder lesen, aber Sie haben es sehen, 27, also vor fast 90 Jahren. Sie sind eine sinnvolle Ergänzung zur repräsentativen Demokratie, sie sind nicht eine Alternative. Dann, wenn sie als System vernünftig eingeführt und nicht eklektisch eingeführt werden, indem in bestimmten Fragen dann großzügig gewährt wird, dass man abstimmen darf, wenn die Mehrheitsregeln entsprechend angepasst werden, eben Europäische Union, und wenn Konflikte mit internationalem Recht in den Freiheitsrechten nach Möglichkeit vermieden, beziehungsweise dann, wenn sie auftreten, über eine sinnvoll ausgestaltete Verfassungsgerichtsbarkeit geregelt werden, so stark wie das Verfassungsgericht in Deutschland ist, wäre das in Deutschland kein Problem, aber in anderen Ländern schon. Also wenn man das sieht, dann, wenn die direkten Demokratie, Volksrechte sinnvoll integriert sind im politischen Prozess, dürfen die Probleme, die zweifellos bestehen, geringer sein als die Vorteile, die man auch nicht vergessen sollte. Oder um Winston Churchill abzubandeln, er hatte mal gesagt, die Demokratie sei die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen, würde sagen, die direkte oder die halbdirekte Demokratie, muss man korrekterweise sagen, ist die schlechteste Form aller Demokratien, ausgenommen alle anderen. Vielen Dank.